Ein schöner Schreibtischstuhl. Der sieht doch noch gut aus. Aber hier, was ist denn hier los? Dieser angebliche Lederbezug, das blättert alles ab. Überall liegen Krümel, wenn man drauf sitzt. Ich habe die Sitzfläche habe ich schon neu bezogen. Da. Alles abgeblättert. Und die Sitzfläche hier, die sah noch viel schlimmer aus. Hier an der Kante hier, wo man so hier vorne ist, alles, man hat alles an den Klamotten gehabt, das ist alles auf den Boden gefallen. Dann hat man es an den Schuhen gehabt, wenn man hier lang gelaufen ist. Hier sieht man ja noch Krümel liegen. Ich habe da schon ein paar Mal was weggenommen. Da überall liegen Krümel rum. Da. Überall. Also wie kann man sowas herstellen? Das ist doch Schrott. Das geht alles auseinander. So ein Müll. Also, der hat vielleicht, wie alt ist denn der? 4 Jahre. 4 Jahre und dann schon auf den Schrott schmeißen. Auf den Müll schmeißen. Also nein. Was ist denn bloß für eine Wegwerfgesellschaft heutzutage? Hier habe ich noch so ein ganz großes Stück Stoff von diesem grauen Stoff. Und da habe ich jetzt den Sitz damit bezogen. Ist ja schon mal nicht schlecht. So kann man den wenigstens noch retten. Es kann doch nicht sein, dass man nicht alle 4 Jahre hier sich was Neues holen muss. Also, sieht echt schlimm aus. Dabei ist es alles kaum benutzt worden. Ne? Da oben, da fasst keiner an. Das hat sich alles abgerubbelt, wenn man den Stuhl immer hier so bewegt oder so. Das geht so leicht ab. Das ist ja so eine hauchdünne, nur so ein Hauch drauf. Da sagen die Leder und dann ist so ein Hauch, so ein Kunstleder aufgeklebt. Das geht ab wie Pelle irgendwie, also unmöglich. Jetzt werden wir den Bezug, hier habe ich schon hier habe ich jetzt auch schon so einen Bezug für die Rückenlehne. Da bin ich gerade dabei, das sozusagen herzustellen, auch aus diesem grauen Stoff. So, jetzt haben wir die Rückenlehne auch fertig. Das ist zwar so ein bisschen faltig, aber naja. Dann müsste es hier so ein bisschen gerade ziehen. Geht doch. Ist jedenfalls besser als wie das alles abblättert und man hat es andauernd an den Klamotten hängen und auf dem Fußboden rumliegen. Dieses abgeblätterte. Die paar Falten hier. Der Stoff, der müsste mal gebügelt werden. Die Sitzfläche, die ist besser. Die konnte man ja besser spannen. Wenn man ja von unten angetackert hat, da ist es besser. Aber hier hinten ist schlecht mit antackern. Und das ist ja wie so eine Hutte, das kann man ja so rüberziehen. Hier unten ist ja offen, kann man ja abziehen das ganze Ding und dann, falls man das mal waschen will oder so. Ja, geht schon. Erfüllt seinen Zweck. Tja, das war's dann. Wieder mal ein Stuhl gerettet. Der Stuhl selber, der ist ja auch noch in Ordnung. Der ist ja nicht kaputt. Der sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ist ja alles noch fest. Tja, haben wir wieder Geld gespart. Es war ein bisschen Arbeit gehabt.
aber es geht schon. Hallo Leute, also ich habe nur mal den Bezug runtergemacht und habe den ein bisschen übergebügelt. Das sieht denn doch besser aus. Seht mal, der ist so schön glatt geworden. Ist doch klasse. So sieht es dann besser aus. So wie ihr seht, ist der Bezug wieder drüber. Das sieht doch gut aus. So kann man das lassen. Da habe ich endlich mal wieder mein Schreibtischstuhl und kann wieder dran arbeiten. Ich werde mich mal hinsetzen. Ist doch gut geworden. Tja Leute, dann bis zum nächsten Video. Und über einen Daumen nach oben, das würde mich freuen, oder sogar ein Abo. Mann, ich habe mir extra die Mühe gemacht und den Stuhl wieder erneuert, damit man keinen neuen kaufen braucht. Also, das hat sich doch gelohnt. Tschüss denn, bis zum nächsten Mal. Euer Bärchen.